Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 15. Februar 2020. Und ich habe wieder eine Reihe spannender Nachrichten. Die erste Nachricht kommt von Elixir Distillers. Und die haben ihre Baugenehmigung auf Eila bekommen. Ja, sie bauen eine neue Brennerei. Habe ich schon berichtet, aber ich gebe euch hier ein kleines Update mal. Und die Brennerei wird am Rande oder außerhalb von Port Ellen in der Nähe der Stadt Port Ellen gebaut. Leider haben Elixir Distillers immer noch nicht ihren Namen veröffentlicht. Ist noch ein Mysterium. Vielleicht haben sie auch noch keinen Namen, den sie sich einfallen lassen konnten. Aber jetzt haben sie wenigstens eine Baugenehmigung und sie können jetzt anfangen zu bauen. Dann haben wir noch zwei neue Abfüllungen von der Isle of Isla. McTulla, Terra und Mara kommen aus. Es sind zwei neue Isla Single Malts, Scotch Whiskies. Aber sie haben keine Brennerei. Also sind Single Malts, also wissen, dass sie von einer Brennerei kommen. Aber uns wird nicht gesagt, von wo. Aber Morrison Scotch Distillers bringt eben diese neuen Marken hervor. Und der Name Morrison ist sehr, sehr eng mit einer Brennerei verbunden. Also könnte es gut sein, ist wahrscheinlich, dass diese Brennerei, die sehr, sehr stark mit Morrison verbunden ist, diese Whiskys rausbringt. Beide Abfüllungen reiften in Ex-Bourbon-Fässern, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, aber dafür kräftig geräuchert. Und Mara ist ein 58,2%iger Cask Strength wahrscheinlich und Terra ist ein 46%iger, also Trinkstärke. Beide sind natürlich jetzt auf whisky.de im Shop erhältlich. Als nächstes haben wir den Brüchladdich Isla Barley 2012. Und das ist ein Isla Barley, das die Gerste ist 2011 auf Isla gewachsen. 2012 wurde sie dann gemälzt und destilliert. Und es ist ein, ja, wie man es kennt von Brüchladdich, nicht getrockneter, nicht getorfter, mindestens 8 Jahre lang gereifter Whisky mit einer Mischung aus 75% amerikanischer Weißeichenfässern und 25% französischen Weinfässern mit 50% Alkohol. Als nächstes haben wir zwei neue Abfüllungen, und zwar den Longrow Red 10 Jahre und den Kilcairn 8 Jahre 2021. Der Longrow Red mit 52,5% ABV bekam ein dreijähriges Finish in Rotweinfässern und der Kilcairn bekam durfte insgesamt die ganze Zeit in einem First Fill Oloroso Sherry Fass lagern. Beide kamen jetzt in den UK auf den Markt und wegen ein bisschen Komplikationen mit dem Brexit kommen jetzt solche Abfüllungen leider erst etwas versetzt zu uns. Ich denke mal, wenn sich der Prozess eingespielt hat, wird das wieder schneller funktionieren. Eine gute Nachricht aus der Spirituosenindustrie in Schottland. Es gab ja schon schlechte Nachrichten, dass weniger Whisky abgesetzt wurde. Und das Tolle daran ist, die britischen Brennereizahlen sind 2020 auf einem Rekordhoch. Sie sind extrem stark mit 124% gewachsen, mit extrem vielen Neuzulassungen und haben jetzt ein Rekordhoch von 563 Brennereien. Also wenn man es anschaut, wie viel die dort gewachsen sind, merkt man, ein Großteil der Brennereien wurde gerade eröffnet und zeigt ja, die Brennereiindustrie in den UK ist sehr lebendig und sehr aufstrebend. Nicht nur in Schottland, auch in England, Wales und anderen Teilen der UK. Also es sind nicht 563 Whiskybrennereien in Schottland eröffnet, sondern ein Teil dieser 563 Brennereien sind Brennereien in Schottland. Aber auch diese Anzahl an Brennereien steigt. Deswegen auch die Produktion an Whisky. Und das bedeutet, unser Whisky ist gibt mehr Angebot in Zukunft und die Preise werden weniger stark steigen. Und tendenziell kann man die Whiskys damit auch länger lagern und bessere Qualitäten auf den Markt bringen.
Dann haben wir noch eine neue Eröffnung der Brennereien. Diese Woche gibt es extrem viele Eröffnungen und Nachrichten über neue Brennereien. Und zwar die neue 13 Millionen Dollar Investment in South Carolina ist ja kurz vor der Eröffnung. Und zwar heißt diese Brennerei die Burnt Church Distillery. Zwei Brüder haben sich auf 25.000 Quadratmetern ihren Traum einer Whiskybrennerei fast schon erfüllt und sie werden jetzt am 5. März die Tore eröffnen, also in knapp 2 Wochen. Und ja, sie haben seit 2 Jahren, seit Mai 2019 arbeiten sie schon an diesem Traum und jetzt können sie anfangen, Whisky zu brennen. Viel Erfolg und wir werden sehen, wie so ein South Carolina Whisky schmeckt. Dann gibt es noch eine neue Initiative oder eine neue, ja, Gesetzgebung, die man in Kraft bringen will, solange es nach dem Abgeordneten Chris May geht. Der will den Indiana Rye Whisky als ja, geschützte Bezeichnung in den amerikanischen Staaten verbreiten. Es gibt ja bis jetzt geschützte Bezeichnungen wie Kentucky Straight Bourbon oder Tennessee Whisky und er will jetzt den Indiana Rye Whisky. Was soll der Indiana Rye Whisky beinhalten? Indiana Rye Whisky muss 51% aus Roggen bestehen, die Mash Bill, und er muss im Bundesstaat Indiana hergestellt worden sein und mindestens 2 Jahre gereift sein. Wo ich sagen muss, ja, kann man machen, finde ich jetzt nicht so verkehrt, aber warum 2 Jahre? Warum sollte es dann nicht Indiana Straight Rye Whisky heißen? Weil Straight ist von einer Brennerei und 2 Jahre gereift. Also ich finde es ein wenig inkonsistent, aber geht in die richtige Richtung. Ich hätte eher mal eine Gesetzgebung rausgebracht, der sagt, wenn man Indiana draufschreibt oder wenn man einen Staatenname draufschreibt, muss der Whisky auch aus diesem Staat kommen, damit jeder im Grunde seinen ja, Whisky-Namen als Staat geschützt hat. Naja, gut. Als nächstes haben wir Heaven Hill. Die veröffentlichen 2 neue Abfüllungen. Und zwar ihre Barrel Proof Abfüllungen 2021. Die ersten Chargen von Elijah Craig und Lacency Barrel Proof wurden jetzt veröffentlicht. Elijah Craig Batch A121 mit 12 Jahren und 61,8% ABV. Klingt nach einem sehr guten Whisky. Und der Larceny Barrel Proof ist ein 6- bis 8-jähriger Whisky mit 57,4% Alkohol. Dann gibt es noch eine Nachricht aus dem internationalen Bereich. Diesmal geht es nach Australien und Starward bringt einen neuen Whisky mit Rotweinfass-Finish auf den Markt. Diesmal heißt er Starward Left Field, 40% ABV, Single Malt von Starward. Sehr interessant. Und dann noch eine kleine Nachricht in eigener Sache. Diesen Freitag ist es wieder soweit. Es gibt ein weiteres Live-Tasting. Diesmal ein Live-Tasting von der Brennerei Lafroy mit Horst und mir um 19 Uhr. Also 19. Februar, 19 Uhr auf whisky.de/live. Klickt rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitprobiert. Die Proben und die Flaschen gibt es bei whisky.de im Shop zu kaufen. Sucht einfach nach Lafroig Live Tasting. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.